Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Olvert, ja, einem ganz komischen Ort. Scheint recht alt zu sein und trotzdem voll modern innen. Immerhin besteht scheinbar so einiges aus Hologrammen. Zwei davon haben wir schon entdeckt. Bin gespannt, welches das nächste sein darf. Oh, da haben wir es schon. Ein Kriegsschiff. Technisch auf unterstem Stand. Leicht in der Fertigung. Dann laufen wir runter. Diese Hologramme hier muss man in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Das erste war eben dies hier. Huch, da gibt's Monster. Natürlich gibt's hier Monster. Hat Ruya ja gesagt. Wo spielst du? Eine Steintafel, ob man die auch essen kann? Ich hab mich gerade verdrückt. Wenn es das nächste Mal da ist, dann muss ich essen. Welche Fähigkeit Stein und Schwert kann. Wupp, Stein Level up erreicht. Sowie Einhornkrebskarte. Lapis Lazuli, High Potion haben bekommen. Sowie. Subi dubi. Das habe ich nicht ganz vergessen. Ja, davon und zu Steini. Was kann dein Schwert? Ein Schwert aus Diamant. Gut. Das war's schon. Was tue ich denn? Ich depp. Hallo. Wollte ich, glaube ich, ne? Ich bin so doof. La, la, li, la, li, la. Ich bin ja so doof. Dann schauen wir, ob dieses hier geht. Ja, geht. Kriegsschiff. Invincible. Testmodell. Prototyp. Fehlgeschlagen. Erstmodell. Das derzeitig verwendete, verbesserte Modell. Mit dem Kuya Madain Sari zum einen. Ja. Ich verstehe schon. Ich denke mal, Madain Sari wurde von dem Schiff, von dem Prototypen total zerstört, weil es nicht richtig funktioniert hat. Und dieses Invincible, das wir kennen, welches Alexander zum Beispiel vernichtet hat, das ist eben, ja, das gerade aktuelle, verstehe schon. Ach so, jetzt, ich könnte vielleicht schauen, ob die Kugel umfunktioniert, ne? Geh mal nochmal rauf. Gehst du jetzt? Ja, jetzt glaube ich, jetzt klappt es, jetzt leuchtet sie schon hell. Hey, geht einfach so aus. Oh, boah. Die Geburt der Städte. Welche Städte? Was? Schon wieder ausgegangen? Klumpertelentiges Rohr. Die Städte im Zenit ihrer Blüte. Reichtum und Übermut führte zu
Dekadenz und Dekadenz letztlich zum Untergang. Ja. Was haben wir da? Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung begannen die Städte Terras unaufhaltsam den Untergang entgegenzugehen. Schon bald gingen sie eine nach der anderen unter. Das ist aber nicht so klasse. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Ja, das fragen wir uns auch schon. Dann sind wir hier mal fertig. Wir können somit da zurückgehen. Erstaunlich wenig Kämpfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei meinem letzten Besuch hier, also als ich privat gezockt habe, musste ich da ordentlich kämpfen. Ja. Dann sind wir ja eigentlich schon da drüben, oder? Oder sind wir hier zu früh? Warte, die eine verschlossene Tür, da geht's weiter runter. Boah, ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wohin wir zuerst sollen. Ich spiele mich eh noch so lange, bis wir wieder kämpfen dürfen. Ah, jetzt geht's hier auf. Okay, hier war's falsch. Ich hätte andersrum gemusst wahrscheinlich. Was ist das hier? Für war ein unheimlicher Raum. Plus, dividiert, Dreieck, Viereck, unendlich, Stern, Dingens, Plus und Diamant-Symbol. Oh, Freck. Ich will hier raus. Wartet. Es sagt etwas. Besucher. Steigt auf die Plattform zu euren Füßen. Das habe auch ich klar und deutlich verstanden. Es scheint eine Art von telepathischer Sprache zu sein. Ich finde, wir sollten gehen. Besucher, vernehmt folgende Worte aufmerksam. Dies ist eine Aufzeichnung über den Anbeginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verändern. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Schließlich erfassten wir das Wissen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Aber das Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist, und forschten in diese Richtung weiter. Ja, so war das. Wir, die wir vier kostbare Opfer dargebracht haben, pflückten uns die Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie uns. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren, aber die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Um Terras kostbare Geschichte weiterreichen zu können, wurden wir erschaffen. Aha. Seht da, was ist das hier für ein Ort? Das würde ich auch gern wissen, Alter. Aber jetzt geht es erstmal um das Leben unserer Freunde. Das hat erstmal Vorrang. Genau, so ist es. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich meine, die Leute sind mir total egal. Ja. Na klar, Margot, wissen wir schon. Du hast uns ins Herz geschlossen, so einfach ist das. Red keinen Unsinn, Sedane. Sowas würde ich niemals tun. Das weißt du ganz genau.
Ne? Das sind die Männergespräche. Wenn die Damen einmal nicht dabei sind, so läuft das. Mhm. Vorhin war irgendwas anders. Aus wie der Planet vorhin. Was denn? Noch ein Planet? Was zum Geier soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht ganz. Oh, da steht irgendwas geschrieben. Kann man das vielleicht lesen? Oh. War nur eine Frage der Zeit. Vielleicht guten Steiner auf das Dingens da Schaden machen zu lassen. Und dann versuchen, das Ding zu essen. Doppelgänger, wen haben wir denn? Es ist ein Zidane. So, wir versuchen das Epitaph zu futtern. Ich bin Zidane. Steiner, du musst bitte Zidane wieder beleben. Boah, ey, ich hab keinen Bock, diesen Banger zu wieder zu beleben. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Muss schwächer werden, aber jetzt nicht dein Ernst. Dann musst du es machen. Boah, ey, was ist passiert, ey? Boah, ich bin ja doppelt. Ja, sieh jetzt, bin dumm. Bravo! Ich bin da. Und nochmal die Scheiße. Das ist echt eine Phönixfederverschwendung. Ohne Ende. Alles geht wieder ab. Komm. Jawohl. Bilde die ab. Bravo, Margot. Supi. Sehr, sehr gut. Können wir schon gar etwas anderes ankleiden? Schauen wir gleich mal. Lapis Lazuli kann weg. Stattdessen nehmen wir den Gemeinstiefel. So. Bam, 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 bam. Barararara. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Und hier? Oh, 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 oh mein Gott. Schaut schon aus wie in Evas Bau. Schon fast. Was ist denn los mit dem Planeten? Hallo? Wir heilen uns mal ganz kurz. Das hier schaut mir nicht gerade geheuer aus. Von dem Kuya sprach. Na dann mal schnell unter den Nagel gerissen und nichts mehr raus. Boah. Hm? Oh, Mist, da kommt was. Hm. Ein Boss kommt. Ich habe mir das Gefühl, dass Quina jetzt viel heilen darf. Jesus, na, Schiff. Wie kommt denn ein Schiff daher? Bravo. Warte. Ah!
ein Feld mitprobiert. Bravo!
Effekt. Das heißt, wir geben Vollgas jetzt. Ja? Sehr gut. Wirbelsturm. Dann kannst du stürmen. Wir müssen jetzt noch gewinnen. Oh, Mahagon ist ein. Ist wütend. Halt wütend. Schaut er aus wie diese Schatten, also von irgendwie schaut aus wie diese Schattenviecher von Zelda, oder? Spider Princess mit der Frisur und allem. Schau mal. Schaut irgendwie krass aus, oder? Yeah, drei Fähigkeiten sind erlernt worden. Wir bekommen Atmoskarte, Eifersplitter ein Stück, ein Äther und einen ordentlich dicken Batzengel. Schön. Das lief echt gut. Anlegen. Ich schau gleich mal. Was haben wir denn jetzt bitte? Für Freya, glaube ich, haben wir was Tolles bekommen, ne? Eine Picke. Eine neue Waffe. Oh, für Zidane scheint... Oh, warte, hier war was. Hermesstiefel geben wir ihm. Queen allein. Da müssen wir echt... Ich muss durchschauen. Kurz mal. Tut mir leid. Ob die Burschen hier noch was lernen können. Also vom Ankleiden her. Na, Queen ist komplett fertig, ne? Mhm, dann können wir als nächstes die Mädels rannehmen. Boah, das hört sich furchtbar an, ne? Entschuldigung. Der Saphir ist aus Ende fertig. Da, Lapis Lazuli. Und der gute Mahagon. Ach, mein Mahagon. Ich kann das. Ja, der ist auch schon fertig. Und geben ihm doch so ein Na, das scheint mittel links. Okay, das scheint. Na, das passt auch. Okay, gut, die Burschen sind versorgt. Fisch, dann nehmen wir uns das Teil jetzt, ne? Ich muss schnell zurück, sonst geht es den anderen an den Kragen. Gurukstein erhalten. Oh Mann, ey, warum um alles in der Welt muss eine feine Dame wie Aiko in so einem Käfig sitzen? Lass uns gefälligst hier raus. Behandelt man so eine Dame? Och Mensch. Wie es wohl Zidane und den anderen geht? Er wird ganz bestimmt zurückkommen. Wie gefallen euch die Zimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Zidane war so zuvorkommend und tut mir gerade einen Gefallen, um euch am Leben zu halten. Aber es liegt mir irgendwie nicht, mein Versprechen einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihre Qualen im Gesicht stehen. Aus diesem Grund habe ich ein herrliches Schauspiel vorbereitet. In meinem wunderschönen Palast steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter sogar, öffnet sich der Boden unter euch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Die Sanduhr muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst einmal gerettet. Ich hoffe nur, Zidane wird es rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten währt euer Leben. Also betet, dass euer Erlöser bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Narren. Nein! Bitte rettet Aiko! Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Damen. Dieser elende Kuya. Nun gut, jetzt ist wohl mein Auftritt gefragt. Quack, 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 quack. Sag mal, ich habe, wie Kuya es mir befohlen hat, die Sanduhr umgedreht und abgeschlossen. Aber was wir
was wir hier machen, ist doch eigentlich was Schlimmes, oder? Aber du möchtest doch auch nicht stehen bleiben, oder? Lass uns erstmal zurückgehen. Dann müssen wir wieder die Geheimvorrichtung umgehen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man die löst. Eigentlich ist es ganz einfach, weil du ja nur alle anmachen musst. Nur nicht zu viel nachdenken. Also gehen wir. Großartig. Alle anmachen. Okay. Wir machen alles an. Wack, 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 wack. Das wird wohl ein Schlüssel sein, von dem die Rede war. Quack. Hol dir den Schlüssel. Mit der X-Taste vorwärts bewegen. Das ist dieses... Ach, wie sagt man noch gleich? Wie heißt das Spiel? Ich hab's vergessen. Nein, ich habe... Solange dieses Monster hier rumschaut, sollte ich mich vielleicht nicht bewegen wagen. Es tut mir leid, ich war zu gierig. Ich muss mich voll konzentrieren. Dieser narische Finger. Ich schaff das nicht, wenn ich weitermache. Ob ich jetzt mal einfach sterben werde? Was wohl besser ist, sterben oder stehen bleiben? Scheiße! Hör auf! Also auf ein neues. Scheiße! Bah, du Saufiech! Fast geschafft gehabt. Puh. Mach. Nichts riskieren. Wie kriegt das hin? Immer zum Schluss. Ah, wie wird's narrisch?
glaube, jetzt habe ich... Boah. Du Drecksviech. Alter, das wird nichts mehr, glaube ich. Boah. Na, das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Nochmal. Ma, ist das doof. Jetzt hätten wir es fast hinbekommen. Und der Part ist auch zu Ende. Na gut, dann lassen wir es gut sein für heute. Es tut mir echt leid. Beim nächsten Mal schaffen wir das. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!